Oh, ich wurde gefragt, Beppo, von den luxemburgischen Streamern, ob ich meine Top 3 Clips reinschicken kann, damit sie eine Compilation machen. Geil. Jetzt muss ich gucken, welche ich da hinschicke. Aber who the fuck ist Sanups? Ich hab das doch gemacht. Koche Sanups Spezialgericht mit Rindenfrucht. Was ist denn sein Spezialgericht? Ich habe hier kein Kochbuch. Ah doch, ich habe ein Kochbuch. Darüber reden wir nicht. Lügt nicht. Ah, hier ist keine Rezept. Hier ist aber nicht Sanups Gericht. Ist ein Sanups-Gericht. Wo ist ein Sanup? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist hier. Also das Einzige, was mich mehr krass hier bei diesem Spiel traurig macht, ist, dass die Musik einfach ultra scheiße ist. Oh, ich muss essen. Weiterspielen. Alter, jetzt habe ich eine neue Quest bekommen, aber sonst geht's gut, wa? Spezialgericht mit Rindenfrucht. Wisst ihr was, Leute? Wir machen eine neue Stadt. Ne, echt? Ich bin ja noch nicht so weit im Spiel, das ist nicht so schlimm. Weil ich habe was anderes Wesentliches vergessen. Und zwar, ich hatte damals es so gemacht, dass ich die Probleme, du hast immer Probleme, wenn du Industrie und Wohngebiet sehr nah beieinander hast. Dann beschweren sich die Einwohner. Und ich weiß, dass ich damals absichtlich Industrie kilometerweit von vom Wohngebiet weggestellt hatte. Okay, warte. Danke, Michi, und ich wünsche dir ganz schöne Weihnachten. Okay, das heißt, du machst das jetzt weiter weg von der Stadt. Richtig. Wasserstraße, ja. Nee, nicht Nordamerika, wir wollen Europa. Katastrophen. Wollen wir drin haben. Das ist Nicht. richtig geil mit den Naturkatastrophen, weil da kann es sein, dass ein Erdbeben kommt oder eine Stadt zerstört wird oder Meteoriten fallen vom Himmel. Dir auch, aber ich bin nicht so. Trotzdem, Michi, ich wünsche dir schöne Weihnachten. Ich bin auch nicht so auf Weihnachten aus. Ich wäre auch glücklicher, wenn ich morgen zu Hause bleiben könnte. Nur eine Sekunde, Leute, weil ich hänge hier gerade.
Pow, pow. So, meine. Ich glaube, das ist meine vierte Stadt, die ich jetzt anfange. Ich nenne die jetzt Dreamer City. So, wir wollen keinen Linksverkehr, das wollen wir nicht. Dann starten wir mal. Das ist eine sehr schöne Gegend. Ich muss kochen. Ich habe einen Fehler gefunden. Ich habe Angst, ich will eine Banane essen und ich habe echt Angst, wenn ich die jetzt im Stream esse, was dabei rauskommt, Beppo. Weißt du, was ich meine? Ja. Wieso isst du Banane vom Stream? Ich habe voll Hunger. Guckt einfach nicht, Leute. Guck nicht. Probiere den Pilz Obstsalat. So, Marcel wusste nicht, ob er noch mal online kommt. Und eigentlich können wir auch Luxemburgisch reden. Sowieso gehen du. Jo. Ne, könnt ich mal zum Deutsch. Michi ist schlafen, also. Sie waren nicht so bei dran, Mann. Die spielen lange Call of Duty. Liegt das hier ein paar Chica? Oh, wir waren heute auch Kaffee, Bab, okay? Schwierender Mann. Da waren nicht so viele Leute wie gedacht. Mega teuer, Mann. Entschuldigung, meine Nase so, wie kostet das? Wie sie gerade, ich weiß, dass mir immer Schokolade ohne Creme. Und du wolltest meine Nase so lind und Gläschen kaufen. Ja. Du hast nur gefunden. Fuck nee. Nur noch so billige Gläschen, weißt du? Ja. Aber meine Mom ist das nicht. Und du nicht hin in die, die bald knippische du kaufst. Weißt du, die, Ah, die Muscheln. Ja, genau. Und ich schon die drei Mal kaufst für meine Mom, für meinen Papa, für meinen Boom. Die haben einfach 6 € den Pack gekostet. Die sind mega teuer, das sind die Bell-Schokolade. Ne, ich meine, mehr, sogar 14 € der Park. Da mehr, da stößt so, püh, ne, ist geil. Mir bauen wird mein Alter schon alles für mich ausgehen, wisst ihr. So, man, den vom PC bezahlt hat. Will man nicht maulen. Was ist das denn dran, schon, was geil, weil. Kein Drecksgestell aus dem Büro. Sag mir, ich will das ungern durchheulen. Genau, so sollte das sein. Sehr schön. Thank you.
hier die Topografie. So. Dann spannen wir noch ein bisschen Delen. Hey. Haben wir mal einen Pocky. Ich eine Banane gesehen und... Du wolltest eine Banane. Kriegenstadt besser hinter mal Bierscher und Stroß in der weiteren und so. Es im Schimmergipfel, ist schon im Schimmer. Ich habe was ganz anderes gelesen. Im Schimmelgipfel. Er ist im Schimmergipfel. Wenigstens kann ich jetzt. Immer dieses Deutsch. Immer Deutsch. Expantenzahn. Ich habe auch so einen, aber ihr habt keine Kiste. Und schon wieder Deutsch. Das ist schon ein Exkurs. Mein bester Kollege aus Deutsch. Ein habe ich aus Deutsch. So, Luft.
verständlich. Ich heiße nämlich der Topografie aus der mega krumm, die Stoß, weil ich schon Stroß riet gebaut als hier ist krumm. Hä? Ja, das Mindfuck. Ist. Das leidet runter, weil Stroß eng Neuschung wird. Das bedeutet, für das kann ein richtig zu machen, müsste ich ein Kons topografisch bearbeiten. Ja, Bob, der Baumeister ist nicht, ja. Hol mal halt Stroß mal rum wäsch. Und dann machen wir ein bisschen Topografie, ist ja erwischt. Probieren wir irgendwie hier den Terrain hinzupassen. Wie war das Gericht? Ich gemacht, mir braucht das nicht schlimm. Das mal ich gemacht. You're listening to Second Moon, the station for the cultural sophisticate, who doesn't fear extending their ears to the more challenging sphere of the classical genre. Let us move now from the musical page to the literary. Here we have some perfectly anguishing correspondence. Oha, okay. My dear Professor Hornbuckle, whereas I make no apology for my erudite, modesty demands. Sie ist so dumm. Ich hätte am Anfang sollten Auge die Kosten du am Ufer abmachen, da hätte ich mehr krass gelevelt. Du wolltest einfach dein Ekran. Ich wollte mein scheiß Ekran haben. Ja. Though I do thank you for the honor. Boah, ich krieg so viele Fähigkeitspunkte gerade. Professor Hornbuckle, as a traveler from my homeland, oh, yeah, then do have to merci. That speaks to the anguish of my road-weary soul. There now, my good fellow, chin up, as it were. No need to wallow in sediment. Leave that to those poet chaps, eh? Here's a tune just for you, and I do hope it provides your aching spirit some... What? 3,5 kilometer. Oh. Oh. Nee. Alle muss schon Ikran auskämpfen, ich meine nicht. Weil du gehst die Quest trotzfatz, Beppo. Das geht für nicht da. Weil du nicht mehr in den Kran. Komm mal, Team Hiefler, ihr wusch, weil...
Aus dem Landeplatz, Mann. Mit die Kranen. Hi Matt, danke für den Lurk. Oh, Beppo, schon mal die so ein Bordeaux-Move-Monster-Kaff hat. Ah, ja. Aber ist die nicht auch zuckerfrei, die Bordeaux-Rot? Ich kann gar nicht. Ich finde die Kaff schießt nicht so gut aus, ob sie schlecht ist. Ich tue mal Julo, ich probiere. Kann ich sich schon mal ein gönnen. Genau. Was? Das war die Quest? Geht's ja, Loha. Na, du kannst so Dinge kriegen. Naja, wandle mit Bedacht. Du auch. Boah, und deswegen bin ich den ganzen Weg. Ach, schon wieder Deutsch. Ich habe nur mit Deutschen zu tun. Ganze Tag. Ich gehe definitiv den Mittwoch noch bei den Doktor und ich werde nicht schippen. Ich meine, ich werde für das Jahr nicht mehr schaffen können. Mach das. Musst du so wie Silvester dann, wenn du rausgehst? Ich feiere Silvester sowieso durch. Achso, okay. Hallo Gott, mein Freund, komme sowieso heim, Bäume schalte, da brauche ich gar nicht für dich. Dass ich Silvester noch an den Start gehe, oder so, die Jure sind rüber. Viel nicht. Ich bleibe einfach hier. Also, ich bin Kaffee noch lang. Wir machen schon lange nicht mehr für Silvester. Er ist beim Herd im Heimatbaum. Ja, dann gehen wir da hin, wa? Tier im Heimatbaum. Seit Lomo schon ein bisschen mehr riecht es. Ich muss hier noch ein bisschen klettern. Ein bisschen aufpassen. Ja, eigentlich muss ich die ganze Küstheim hier hochsetzen. Das ist problematisch.
im Heilkreis. Oh, der stirbt. Okay, der stirbt. Oh, der stirbt. Dieses Deutsch, Mann. Ich will ja jetzt nicht über ihn latschen. Der ist ja schon fast tot. Er geht denn so eine Fremde da fragen, ob die da mitkommt, wenn die stirbt. Hey, mein Kumpel stellt sich jetzt mit. Public Viewing. Ja. Und jetzt. Oh, jetzt muss ich auch noch singen. Ja, ja, ja. Kumbaya, mein Name. Kumbaya. Sie singt, sie singt. Auf, nachher stirbt er einfach nur, deswegen. Danke, ich sterbe, war die Antwort. Halt die Fresse, ich sterbe. Habe ich jetzt eine Quest gemacht? Okay. Alter, das ist ein Ausländer. Sogar bei ihm. So wie der redet. Hey, Baby. Also, gehen du zum Lager. Können sein, dass jemand aus dem Lager ihn gesehen hat. Mache das. Genau, das heißt im Norden. Sag mal ein bisschen netter, Girlie. Bleib wachsam, Kid! Aggressivität. Alles, was ich nicht brauche, wird einfach weggeschoben. Yo,
you're back with Second Moon Radio, your second musical home. Ach, leck mich doch, ich hör dich doch, du Dulli. Pour yourself a glass and prepare for another hour of musical delight. Tonight we are doing a musical tour of Italia. Land of art and culture. Que bon, as they say. And an aria inspired by the infamous Vivaldi. Warum schleppe ich das denn alles mit, Mann? Kein Wunder, dass mein Inventar voll ist. Jemand im Lager könnte. Wo ist denn dieses Blütendingens? Alter! Voll weit weg! Schnellreise. Wie lange schläft denn mein Panda-Bär heute? Ja, ich suche nach Zucchini. Nach Zucchini. Ja, Zucchini. Ausländische Zucchinis. Zucchini. Zucchini! Was denn da? Singt hier schon wieder jemand so schrecklich? Vielleicht stirbt da auch einer. Kini, wo bist denn du? Bruder. Oha! Was für Blödsinn, okay. Nochmal. Muss ein bisschen noch enger machen. Ich muss ein Schneckenhorn aufspüren. Er behauptete, er sagte, er konnte. Stuss. So, ein schönes Planen. Ja.
an Straßen zu bauen. Sein Ernst jetzt? Wie soll ich denn jetzt da hinkommen? Wo ist sie? Aber hallo? Schöner Ikran. Voll das Gecheate hier. Kann ich runter? Dankeschön. Nein! Oh, Schneckchen. Du hast die Schnecke verpasst. Nein, ich bin aus Versehen auf meinen Ikran geklettert. Schnellreise, up, YOLO, ich mache hier keinen Zentimeter schneller. Sie war Harry Potter. Wo ist er denn, der Vogel? Ist die Quest fertig, bitte? Ja, abgeschlossen. Quests, es werden weniger. Verschwundene Sammlerinnen. Ich habe so viele Quests offen.
Boah, mega weit weg. Ich muss was essen. Hähnchen mit Reis. Hähnchen mit Reis. Also, keine Ahnung. Wie ist ein Mensch die Questen halt gemacht? Oh, nee, Ikran. Er ist schon nicht so weit gelaufen. So, Ufas Funktion haben wir auch. Oh, brauchen wir noch ein bisschen Frischwasser. Superfluous, masterful counterpart. You're listening to Second Moon Radio, the station of levitated tastes. Don't touch that dial. Wir haben mal eine Wasserleitung und wir haben eine Ofenwasserleitung. Nur fehlt uns noch Strom. Stromwerk. Ach, das dauert so lange. Ist der Strom wirkt verkehrt abgebaut, ganz steuern den. YOLO. Fuck off. Flug. Oh. Amai. Hat sie mich einfach auf den Boden geschmissen.
mein eigenen Ikran belüstet. Ganz stark. Das hat mich auf den Boden gesmackt, wie kein Zweiter. Okay. Direkt mal alles looten. Zeit, dass man Wohngebiet bauen. Wohngebiet fertig, High End beim Wasser. Wuhan. Ah, Mann, lass mich meine Quest. Sie sammelt gerne unterhalb des Lagers. Okay. Cool, 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 cool. Dein Ernst? Du landest immer auf so bekackten Stellen einfach nur. Bist du in der Blume gelandet? Na, Amai. Wo habe ich denn jetzt diese Kackblume gesehen? Oh la la! Also, das wird gegen Fehlen aus, dass den Ikran sich fast heilen kann. Das wäre. Oh mein! Das wäre mega cool. Merci, Amai. Jetzt hat mich Ruffalle los. Dass du noch kein Ege nehmen kannst, gehen von Jordikdom. Thank you.
Kanalisation im Neumann. Wo ist sie denn jetzt? Kilometer, vergiss es. Wie schön wir das gemacht haben. Gutes Tierchen, da kriegst du Streichel. Braves Tierchen. Oha! Ich meine, ich habe den Arsch versucht. Mhm.
spoilere noch gar nicht. Nicht die Quest nicht viel drüber beim Grund geguckt am Stream. Ah, schon so spoilere los. Eigentlich wollte ich gucken, wie hin abmischt mit der enger Dingen da, mit der enger Quest, wo ich so lange drüber. What kind of future does music have if it doesn't look to its past? Well, I say the question speaks for itself. Here on Second Moon, we know you can't move forward. Wir haben uns hingegangen, ich hätte so geguckt, in den Schirm gedreht und aus dem Vorgang. Logisch gefickt. So, da kann ich heute Industriegebiet aufbauen. Obwohl ich kein Recyclingstation auch Domana war. Matterwölfe. Jetzt kommt sie zu mir. Kommen einfach 50 Wölfe, töte sie. Mein Kopfhörer machen die ganze Zeit so ein Ascho. Seriös? Ja, scheint komisch. Klingt beschallerend, weißt du? Okay. Ich weiß nicht wieso. Ich schau mein Kopfhörer permanent un und aus, weißt du, für zu gucken. Ah! Ob es vielleicht doch runter leid mehr. Brudi! Okay. Ah, jetzt bist du gestorben. Ich auch fast. Wie viele sind das denn? Put. Oh nein, ich habe ihn sauer gemacht. Na! Ja. Das ist so schlimm, der ist so scheiße. Weißt du wieso? Die sind aus wie der Pocky. Einfach scheiße. Ne, so schrecklich. Nur als würde ich Pocky erschießen. Okay. Ich glaube, ich hab sie. Ich hab sie. Nein! Bruder! Mann, wie viel verträgst du denn? Kommen noch welche. Komm, ich mach den Headshot. Das ist viel besser. Das tut nicht so weh. Ah, ich hab daneben geschossen. Nein! Ich soll dich nämlich gnädig... Jetzt habe ich ihm in den Po geschossen. Das war nicht gnädig. Schrecklich, wie schrecklich. Schrecklich, Beppo. Tut mir so weh, diese Tiere zu erschießen halt. Tierquälen. Oh mein Gott, weiß gar nicht, wie schlimm das gerade für mich ist. Ah! Jetzt hat er einen im Rücken stecken und stirbt trotzdem nicht. Ah, ihr seid so ekelhafte Ratten. Kommen die einfach von allen Seiten.
Oh, ich habe so viele Bögen eingebüßt, Mann. Wo ist die Tante? Warte. Ja, hier bin ich. Und dann geht's dann nur hin, du hin, nur hin. Und dann geht's dann hin, als wenn ihr habt's geschieht. Radikal, und das ist schön. Schön also im Kampf. Wo ist sie jetzt hin? In die Webstube. Where the fuck ist die Webstube? Wo ist sie dahin geflogen? Wo ist die Webstube? Ah, die ist hier. Oha, oha, oha. Oha, Alter, einfach mal mehr krasse Sachen bekommen. Versteht, wieso ich keinen Kopfschmuck benutzen kann. Schon ist nämlich. Ich nicht verstehen. Viel Spaß. Nein! Alter, ich gehe einfach aus dem Spiel raus.
Jolo. Warum kann ich keinen Kopfschmuck anziehen? Ich verstehe das nicht. So, jetzt habe ich wieder Sound. Wie? Wie war Hasuki Sound? Mein Kopfhörer sind alles geil. So, dann hoffen wir mal, dass mein Gebäude schnell gebaut gehen hat. Schön, endlich die Infrastruktur fertig. So wird gebaut. Das fand ich so cool, da gesehen wirklich wie die Häuser gebaut gehen hier im Spiel. Überall so Kraner. Das sind aber Portugiesen. Ja, überall war es. Ich verstehe nicht, ich kann bei meinem Avatar kann ich den Kopfschmuck nicht machen. Vielleicht weil es jung cool ist. Nein, nein, nein. Das ist okay, Plan, weil ich schon Kopfschmuck, aber ich kann nicht drüber gehen. Ich weiß nicht wieso. Schon einfach nur für dem Lisse der Kirfisch gebaut. Das verstehe ich. Was ist das hier? Scheiß, Mann. Ich kann... Yay, mein Staat ist richtig ökonomisch. Ich habe ein Abkommen von 225.000 und ich habe eine Ausgabe von 388.000. Am Mond mit 163.000 am Minus. YOLO. Was cool ist, du kannst heute gut ein Pre machen. Na, wir haben richtig Leben. Naja, Skillpunkte, ich hab verstanden. Ich glaube, wo noch komme. Oder? Noch nicht. Ah, da kommen die echt Auto an. Ich glaube, wo noch. Der nächste Apartmentsgebäude ist fertig. Och Gott, wie dumm, dass ich das nicht sofort gemacht habe.
Ja, ja. Uwe Schneider, unser Bildungssystem ist so wunderbar, ich find's schön hier. Oh, bei mir geht es über die Lindenstraße. Ja. Kann ich überhaupt nimm? Ah, ich dachte, das kann ich drin machen. Du kannst nämlich Straßending eh schon nimm gehen. Mal das mal. So, ich will eine Straße umbenannt in der Müllstraße 01. Kara. Das ist nämlich die Stadt. Müllstraße. Sehr innovativ, Beppo. Oha, du hast schon 77 Aufwunder. Und wie gesagt, das mit den Ausgaben. Der Ausgabe fallen ein bisschen. Ich muss was in die Durchstadt gesagt, gut ist das. Ich meine, ich muss keinen Neustart machen. Na rein. Was ganz viele Anfänger den Fehler machen an dem Spiel, die rechnen alles mit ganz kleinen Straßen am Anfang. Aber okay. Den Start wiest du immer weiter und das heißt, die Infrastruktur geht dann immer mehr komplex. Und dafür ist es wichtig, dass du den Start von Anfang an mit ganz großen Straßen rechnest. Das klingt logisch. Weil er nur also den Markt Wohngebiete aufzurappen, für dann mit großen Straßen dran zu machen. Klingt logisch. Danke.
ja da. $800,000 noch ein Geschenk kriegt. Ein kleinen Finanzspritz. Wir haben als Schulden pro Monat schon um 40.000 reduziert. Wenn es ein Start. Das liegt daran, weil wir mittlerweile ein paar Abonnenten kriegen und du musst das auch besteuern können, die Leute. Controller geht gleich aus. Nee, wenn die Leute kommen, werden gleich die nächsten Probleme auftauchen. Und zwar, die nächsten Probleme, wo wird sicher entstehen, sind Arbeitsplätze. Das muss ich verhindern, dass es Hunger entsteht. Mega gefährlich, dass bei so Stiert, wo es der Fluss ist, wo durch die ganze Stadt geht. Hm. Von dem Didi Chris einen Staudamm zu bauen. Das hatte ich eigentlich hier gemacht und ich habe den Staudamm dann Platz gelöst und die ganze Stadt überschwemmt und Millionen von Leuten sind gestorben. Das wiederum fand ich witzig. Du kannst also selber so Katastrophen auslesen. Und Leute zu viel maulen. Okay, der mault, dann stirbt. Holt ihn durch. Wartet auf einen Leuchtenwagen. Ja, Pech im Gang, ne? Und gehen. Neues Gebäude verfügbar. An, wir haben Feuerwehr freigeschaltet. Ganz gut. Tatü, tata. Oh oh. Oh oh, er kann schon den Arsch versucht. An, wir haben auch eine Polystation. Siege die ADA. Oh. Wieso?
Oh, Beppo. Was ist das? You're listening to Second Moon, the epitome of classical listening at home or wherever you roam. Wie Verstärkung? Ich hab ihn doch weggepustet. So ist dieser Scheiß. Das kriegst du hin. And you know what that means, folks. It means oh mein Gott, jetzt schicken die ein für drei Stück auf mich los. Vier. Zählen kann ich auch nicht mehr. It's too much of a good thing. Or we could say that we're enjoying a positive trade balance and the economy is booming. More after this. A housing shortage is driving up prices in the area. Ah, das war's schon. That's right, Glenda. But ja, ich sag ja, diese Waffe ist OP. We're joined today by an expert guest, Professor Nutbutt. Macht schon fast keinen Spaß zu spielen mit der. So a housing shortage is bad for the people trying to get a ride. Humans are programmed to desire certain representations in ideological reward structures, which are entirely apart from the actual rewards enjoyed. For example, consider capital. One final question, Professor. Is the housing shortage going to make me richer? By certain metrics, perhaps yes, in the short term. I like the sound of that. But what we are discussing is the study of a statistical abstraction and its effect on the human psyche. Thank you, YOLO, Professor. YOLO. It is a question YOLO, of YOLO, priorities. YOLO, 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 YOLO. Ah! Schnell gedickt was von. Deswegen entlappert sie nochmal. Ach, danke schön. Ich wünsche dir auch frohe Weihnachten, Blackie. Dankeschön. Ich muss mein E-Sprick bauen. Jetzt sind die immer so weit weg, Mann. Streamst du nochmal vor, sonst auch schon mal genug. Ich glaube schon, dass ich nochmal vor Silvester streame, weil ich Urlaub habe. Und eventuell wollte ich halt 24 Stunden streamen, aber kann ich nicht versprechen. Ja. Wird brutal. Wie Beppo, ich schlaf einfach vor der Cam. Wie Beppo, einfach vor der Kamera schlafen. Ich war wie der Typ von TikTok. Ja. I'm only sleeping, hat Beppo gemacht. Unbewusst hat Beppo das gemacht. Oh, danke für den Raid! Hast du mich jetzt erschreckt? Oh mein Gott! Holala! Merci! Ich war so erfeiert! Alles gut bei dir. Alles gut, gut, gut. Also wir sind halt zu zwei zu bei auch. Wie war der Stream? Wie krass du da aufgerappt bei Call of Duty? Merci. Ja, ich war die ganze Zeit am Lörg, schon immer so ein bisschen nebenbei her, was geschwatt ging aus. Du weinst, nee. Ja, nur noch eine Zeit lang. Also im Funk spielen wir auch extrem viel Call of Duty. Ne, Babu? Jo. Ich spiele noch ganz viel Call of Duty, mir hole ein bisschen
gepost, ne? Bin zu scheiße. Hallo, mir war wirklich fumm am Spielen, gell? Mir war richtig fumm am Spielen. Ja. Ja, da brauch ich nicht, da brauch ich wirklich einen Sturm. Tank, da wisst ihr von, tank immer von den Mates auf. Und, wir hatten eh dabei, den aus einem verdeckten Maschinen. Ein verdeckte Maschinen. Das, boah, wie gesagt, wenn du eigentlich spielen willst, ich spiele bestimmt gerne mit. Oder Beppo? Jo. Ja, der Beppo muss mit. Ich will Schloss. Genau. Wie gesagt, ich spiele gerne mit. Wir sind am Funk zu paar letzten Bäuer, die oft zusammen spielen. Und Dylan und so. Und, merci für dein Follow! Du weinst, wir sind immer dabei. Was letzte Mal ist nach mir cool. Ja. Mal immer stand, wir können die auch mal privat lobby machen. Kann ich gerne machen. Gun Game oder Popcorn. Kann ich alles mal. Gun Game sind schon absolut peif. Mehr kann ich gerne probieren. Oder Babs? Jo, wir sind offen für alles. Gesehen, ja. Wir sind bei allem dabei. Ich habe mich gerade wirklich gefreut, wo das war, die Wassermusik könnte, meine Kopfhörer. Hallo, gerade tun ich drücke durch, dass ich hier so dumm sehe, weil ich hier am Anfang ein YouTube-Video laufe mit Musik. Von Avatar. Weil die Musik am Avatar mir nicht gefällt. Weiter noch viel Spaß im Stream. Merci und schön Christtag gewünscht, ne? Ich wünsche dich auch schön Christtag. Ja, ich weiß. Merci. Ist gut, los ist gut beschenken. Verbringt viel Zeit mit eurer Familie. Aber wie gesagt, Spiele können wir gerne, ja. Oh, bam, voll der Controller auf den Tisch gefasst. Also ich werde dem Glück mal wie genug Fehler können, meine Checker von, Menge Streams. Ich weiß nicht, wie oft mir die Controller durchschnittet, bei dem geflext hast. Okay. Du komm mal mit der Level an mich, hey? Komm mal mit der Level an. Es sind nämlich so etwas, wo mega krass gebiecht gehen, Laschke, ja? Weil das Spiel hier ist dick unfair von. Ich weiß nicht, ob ihr von euch das spielt. Aber ich fand das Spiel mega unfair. Schon einfach gemerkt, dass das mega krasse Pay-to-Win. Und da selbst muss ich einfach Rosen Pay-to-Win spielen, weißt du? Schon mal, die könnte Babbo frohen. Ich habe gestern meine Schwellang und ich drücke sie erst 2-3 Stunden. Stimmt. Ja. Schon mein Controller mega fast auf den Tisch geschlossen. Schon mein Hand auf den Tisch geschlossen, dass er geschwollen ist. Und alle Fälle konnte ich da so, komm, geh's ein bisschen cheaten. Weil ich da gucken auf YouTube, wie die anderen das gemacht haben. So, und ich habe einen Waffkauf am Shop. Und da tun sie komplett assuriert. Und ich bin aber den Arsch. Ich bin den Arsch, der wie ein Hannes da probiert zu kämpfen. Oh, komplett wissen. Wie ein Hannes, ehrlich. Ja, und du hast auch eine kleine Pay-to-Win gemacht. Du hast auch eine Gas. Und die Pimmel ging quasi ganz schnell. Naja, der typische Steckrose gemacht. Also, du kannst da was du willst. Irgendwie geht mein Level aber gerade nicht an die Luft. Ja, auf jeden Fall, dass diese schöne Geschichten aus dem Paulanergarten, die ich euch erzählen kann. Yes.
Der zieht er bei mir gewinnt. Und er möchte schwatzen, Herr. Das ist schon viel. Ist schon ganz viel dumm geschnitzt am meinem Stream. Wieso das die ganze Zeit so blinkt? Na schnell mal das nicht, ob die Kopfkreie verstehen ich nicht. Ich würde ungern einfach fast geheulen. Und so geht es nicht. Na, ich lag an dich. Papu, Andi, ja? Ja? Papu, ich schiere noch bekannter im Endisch. Also, wen dann? Scheiße, ne? Ja, das hin ist Andi, ja? Bekannter noch um den Papu. Loris. Loris? Seht ihr da etwas? Loris. Ein Valet. Von. Hast du mir denn gesagt, das war der Bruder von irgendeinem? Loris. Von Nocturnal oder von Reliant? Nee. Loris sieht dann. Ja, ich stehe auf der Leitung. Heinz, du dir das mal wirklich schlecht, wenn ich die Leute hier nicht fahre. Ah, der Papa hat doch eine spezielle Nummer. Das war wirklich schlecht. Wenn ich da gesehen werde ich mich sicher erinnern. Beim Dani. Beim Dani, okay. Lieber Led. Oh, ist beim Dani. So viele Leute waren nie beim Dani, zu viel. Ich wusste, dass mein Discord aber funktioniert. Ich hätte die Gunther gestorben. Ich hätte dich sicher kennen, also was beim Dani vorher so oft, so viele Leute waren nie beim Dani. Das ist ein Mensch von Lützebäuer, ihr könnt hier in den Discord ran erkannt, der Bappo. Ja, BRZ ja. Schreibt den XD. BRZ, seht ihr da etwas? War mir doch egal. Aber mal jetzt Remeka gesehen, dann werde ich direkt mich erinnern. Sorry. Das aber, wie klang Lützburg aus? Schönere Kante, Babbo. Jo, gut, ist schon immens viel für die Gaming-Szene gemacht, dafür. Kann mir schon viel Leute. Hat du Papa auch gerne followed? Papa streamt doch gerade. Loris Faber. Warte mal, ich gucke mal den Facebook. Her. Also auf Facebook gucke ich. Ja, ich gucke direkt. Mein Handy. Er guckt. Fängt weiter was. Yep, okay, ich weiß, wenn es passiert. Ja. Also, es war für Humor. Was aber schon eine Zeit lang mit mir beim Dani. Ich muss auch This has been a local public service announcement.
Second Moon Radio with you. Ah, schon noch ewig genug Moos, Mann. Ist immer so schön, dass ich mehr krass viel Moos hole. Scheiße, bei mir an der Stadt brennt ein Haus, es brennt ein Haus. Es brennen zwei Häuser, what the fuck? Ruf Menge, ruf Pompchen. Du hast dir freigeschaltet. Ruf Pompchen! What the fuck, brennen vier Häuser, hallo? Ruf Pompchen! Ja, Pompchen sind du, Pompchen sind du, zwischen dir sagst du. Oh, Leichenwerke muss kommen. Oh, sehr gestört. Ja. Aber vier Häuser sind Leute gestorben. Obwohl es Leute sterben. Mein Stadt ist mittlerweile plus. Es sind 24 Mill am Plus pro Monat. Geht nicht an den Start von Babu wundern, weil du stirbst da alle gut. Eiskar lässt nicht krepieren. Wir sind Kapitalisten hier in der Stadt. Kapel ist heute gewählt. Geht nie bei der Babu. So, du musst ich aber gucken. Ich leihe ganz gut mit dem Geld. Ich sehe bei 1,8 Millionen, wo wir nach dem Konto übrig bleiben. Und die Leute sind mega zufrieden, das gefällt mir. Hey, das wäre mal gut, wenn ich mir ein paar Speicher gebe. Aber dann muss ich die Probleme mit der. Speicher. Die Probleme mit dem Stau da regeln. Ich weiß nicht, was ich machen soll, für ein bisschen mehr rumgepimpt zu gehen, dann kann ich erzählen. Aber einmal Ludo weitermachen, gehen wir mal einen kleinen Pause machen. Und ein Gedenk für mal. Genau. Wieso hast du den Kamera überhaupt noch jetzt gedreht? Ah, oh, schon, der hat gar nicht gesehen. Du hast das von der Katze. Rutsch. Nee, das war vierte, wo ich den Internetkabel angestochen habe und dann hast du gerutscht. Merke selbst mein geiler Loot, oh. Ja, ich fand die mehr cool. Teil mehr cool. Die wurde schon in einem Jahr für meinen Geburtstag geschenkt. Ich fand die mehr krass. Ich wollte selbst ähnliches wie Christoph kaufen, Gott sei Dank konnte ich das nicht gemacht. Alles klar, mach halt still. Das ist ein guter Sache. Schon immer tolle Sachen hier im Büro. Schon danach den heute, den konnte ich auch von einer Freundin gemacht, ein gehäkelter Pokéball. Oh, mega cool. Mega cool. Ich will lauter erst neu stehen. Schon nach ein Cash Monster. Jetzt muss ich mich auf Tisch machen und meinen Red Bull Frigo. Weil ohne ich mein Kummer. Da brauche ich mein Red Bull Frigo heuer am Kummer. Die Kompress und Knöte, so, das hat jetzt so weh, nimmer zu sitzen, die Unzüge. Ja, ich weiß, ich kann das, das ist wirklich schon schön. Also, du fährst wohl ein bisschen im Sturm. Oh, bist du so dumm? Challenge, also mein Ikram. Oh, mei, dumm wie ein Tausbrot. Mai fliegt einfach in die falsche Richtung. Thank you.
Wieder mal ein Tiki mich schnell heim. Mein Quest ist fort, sprich mit beim Lager schattiger Hain. Okay. Ah, ja, aber schneiden können, ne? Gut. Danke für den Follow. Ich dachte so, ich hätte was im Augenwinkel gesehen. Dankeschön. Ich wünsche dir auch frohe Weihnachten auf jeden Fall. Linker Langbogen. Hab ich sowas? Ich glaube nicht. Ich habe so was. Nein. Kann ich sowas craften vielleicht? Langbogen, flinker Langbogen. Akzeptieren. Und dann normalerweise kann ich den ja hier reinpacken, ne? Hier. Und liefern. Yay! Fuchs! So, das ist hier. Nehmen wir. Wundert euch nicht über den Namen vom Ikran, weil ich hätte ihn sicher nicht Amai genannt.
aber man konnte halt keine, man konnte nur Namen auswählen, die vom Spiel angezeigt werden. Leider. Bin ich jetzt richtig oder habe ich mich hier verlaufen? Habe ich mich verflogen? Mache den Lass am Feuer bis zu. Es ist doch Dunkelheit, ne? Lande mal, Süßer. Ach, geh mal weg, Schatz. So. Was willst du? Willst du auch noch mit mir reden? Was für ein Geräusch? Das klingt wie ein Wal. Wenn er nicht, das klingt wie ein Wal. Klingt wie ein Wal. Oh, mein Handy hat geklingelt. Bis zum Einbruch der Dunkelheit. Was ist denn das für ein Blödsinn? Es war doch gerade Einbruch der Dunkelheit. Oder war es Nacht? Es ist jetzt Einbruch der Dunkelheit. Abenddämmerung. Ja? Nee, immer noch nicht, oder was? Immer noch nicht? Okay. Ja, jetzt ist es ja Nacht. So, denn bin wieder da. Ich sehe das, Beppo. So, dann guck mal, Lomo, der Problem haben mit der Straße. Das einzige Problem, was ich gerade sehe, ist, dass dieses Nashorn mich gleich platt macht. Ist das ein Nashorn? Recent spikes in demand have led to temporary local shortages in the city's fresh water supply. The public should be aware that we are struggling to get the situation in hand. This has been a local public service announcement. Recent spikes in demand have led to temporary local shortages in the city's fresh water supply. The public should be aware that we are struggling to get the situation in hand. This has been a local public service announcement. Warum ist jetzt so Kriegsmusik? This is Second Moon Radio, classical for the modern age. Unlike most modern music, classical has always been penned by someone sitting in front of a sheet of blank paper, using only their imagination as guides through a silent audio masterpiece. Now here we sit, listening at full volume. And our souls are ich finde das Geräusch gar nicht. But let us not tarry. On to the next episode. This just in from traffic. If you're thinking about hitting the streets, you can expect delays on the major roads, especially during rush hour. Good to know, Jim. Seems like everyone is in a hurry to get somewhere fast. It's worth slowing down. And if you can, plan your trip outside the rush. Oh, I don't know. I'd rather wait an hour in traffic than to have to start thinking about everything all the time. Oh, besides, ich mag das Geräusch nicht. I'd never get anywhere. And on to our main feature story. The commercial district is booming, as the area is attracting more high-end stores.
bringing the latest in luxury to our neighborhood. You can now shop for designer shoes while sipping a fancy local Jarva Mate. Or so my wife tells me. That's good for business and good for the community. Thanks, Jim. We'll be back after this. Okay. Die nehmen wir mal noch Questen. War ich doch schon. Ah, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich bin schon die ganze Zeit gefragt, wieso ich mich durbeln heieren. Das war ich dein Stream und nur am Hintergrund. Ah, okay. Dumm, hä? So, Loge, das ist mich komplex. Ich muss nur Busspuren noch am engen Start abbauen. Okay.
Da geht noch flott. Ja, lo mach nicht als ich mal einfach Bushaltestellen. Für dem Problem besser entgegenzuwirken, muss ich dann Hanno einen neuen Deal Start bauen, wo ich dann die Infrastruktur neu anpassen und den neuen Gegebenheiten. Das heißt, dass ich ganz neue Straßen baue mit Bussen und alles. Dann kann ich den allen Deal quasi neu anpassen und die neuen Möglichkeiten. Das heißt, mein Start ist immer dann in einer Baustelle. Mei. Fühlt sich mein Start wie Asch. Gangstergatter. Mann, das ist schon 3000 Aufwohner in meiner Stadt. Ich will auch immer bessere Mikasten in der Stadt, mir bauen das ist nicht schlimm. Voilà, das hat sich direkt gelöst und wir sind an einem Plus pro Monat von 170.000. Na, du gesagt mal besser aus. Die Lupe rät für mal einen neuen Deal Start zu kaufen. Das kostet mich einen ganz neuen Distrikt. 89.000. Ich könnte eigentlich noch mehr kaufen. Alle schon. So. Das kostet ein bisschen der Start-up ist. Wenn ich einfach mal eine 500.000 ausgehen für ein neues Terrain zu kaufen. Gott, ihr lebt Leute, ich mache mein Stream nur aus. Ich wünsche euch alle schöne Weihnachten. Schlaft gut und dann hören wir uns in den nächsten Tagen. Bis dann. Ciao, ciao. Ich weiß, ob es ein Hardcookie-Bock mehr. Das lebt schon noch immer übel Stau.
We interrupt this program to bring you a special news bulletin. The Fire and Rescue Service reports that fires are currently spreading in the nearby forest. The billowing clouds of smoke pose a serious health risk to anyone nearby. At this time, all citizens in the affected area are instructed to immediately move to a safe distance until the situation is under control. Ich muss hier schon wieder die Probleme heuer in den Griff kriegen. Oh mein Gott. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive, and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. Second Moon Radio with your host, J. Thomas Hornbuckle. Tune in tomorrow for a second chance to hear the music of yesteryear. This just in from traffic. If you're thinking about hitting the streets, you can expect delays on the major roads, especially during rush hour. Good to know, Jim. Seems like everyone is in a hurry to get somewhere fast. So heinst du her und ich mein lach, so weißt du, wenn ich in der Klippe stehe. Und dann denke ich mir so, hoffentlich macht ihr falsch. I'd rather wait an hour in traffic than I have to start thinking about anything all the time. Besides, if I did that, I'd never get anywhere. Mein Hexe lach, man. And on to our main feature story. The commercial district is booming, as the area is attracting more high-end stores, bringing the latest in luxury to our neighborhood. Also schon mehr cool Kippen, das war alles mit Musik und Musik, das ich war schlimm Or so my wife tells me. Das ist hier ein bisschen blöd. And good for the community. Thanks, Jim. We'll be back after this. Das ist natürlich stumm. Ich glaube, andere, wo ich mega gebläht habe, wenn ich gewonnen habe oder so. Keine Ahnung, so schick bin ich schon day. Schon immer mal, ich habe schöne Füßchen.
Schwein schon in den Siegestanz bei Fortnite. Muss da also wenn's besser blamieren. Die lacht, oh Mann. Die lacht mich mal wirklich Angst. Gerne wäre mega cool, Mann, wenn ein Ton da wäre. Problem mit meinem Verkehr, Papa. Ja, ich muss hier schon wieder den Verkehr engagieren. Uff, man kann ja endlich die Luft atmen, die mir die ganze Zeit auf den Arsch steckt. Ich guck, Papa, ich weiß nicht, mein Kind. Mikro. Ein Lametta. Ja, ja, ich feier Öl, wisst ihr. YOLO. Und an der 24. hast du ein Kerz, die so ekelhaft riecht, dass du da denkst, what the fuck? White Spruce and Grapefruit. Ich bin aber weiter. Ich hatte es keinen Bock mehr im Stream zu spielen. Wir können auch Fortnite spielen. Nee, ich will weiter spielen mit. Also ich hatte einfach keine Lust, noch im Stream zu spielen. Ich war ja bei 4 Stunden, weißt du. Irgendwann musste Pause holen.
Ich meine, genug, sie war viel drin. Bei dir dran? Das war nicht geschrieben. Ich war am Trash-Talk dran, aber du warst irgendwie da. Nicht da. Heute Verkehr zu sicherieren und trotzdem über Stau, nonstop Stau. Ja, Lützebusch. Nicht genügend Strom für das Verlust. Ah, fuck, die Verbindung zum Strom ist gekappt. Das ist nicht gut. Oder was steht da? Scheiß, Mann. Ich muss ins Bett Kraftwerk bauen. Okay. Dann bauen wir das. So schön mal gucken, wo. Oh mein Gott! Wenn das mir an den Wege lauf. Okay, mega OP Waff, mega OP Waff. Narin. Ich nehm an B Geschoss. Alle mehr krass die Wurf. Ich weiß gut, ob still du hast, mich zu killen, schon einfach gemacht. Oh, Papo. Kommen Sie. Oh mein Gott.
Ich muss mich nur holen. Oh, Kimali. Und da ziehen wir schon keinen Sinn. Ich will nicht erwarten, dass die Bastarden da rauskommen. Oh mein Gott, da habe ich schon feiert. Ich habe ein Stück schon wie weit was. So war direkt auf mir. That was truly superfluous. Masterful counterpart. You're listening to Second Moon Radio, the station of levitated tastes. Don't touch that dial. Industry in the region is on the rise, and when business is doing well, that floats our boat. There's no sinking this boat, Glenda. And on to our main feature story. The commercial district is booming, as the area is attracting more high-end stores, bringing the latest in luxury to our neighborhood. You can now shop for designer shoes while sipping a fancy local Jarva Mate, or so my wife tells me. That's good for business and good for the community. Thanks, Jim. We'll be back after this. Wie kriege ich den Strom? Du hast schon den Strom, die scheiße positioniert. Ah, fuck. Oh, Mama, 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 die Menschen, schlimmer wie die Graus. Und von mir muss ich so viele Leute rausgeheuern. Was soll denn ich über die Industrie laufen?
Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Wie soll ich das so packen, wenn die zu 26 und Schluss? Okay, das funktioniert. Ich muss nochmal den halten. Dorona schließen. Dann heim muss ich. Schön.
Da muss doch irgendwo etwas sein, wo ich mich heilen kann, ne? Kann ja bald nicht sehen. Ich weiß nicht, wie ich die Quest mache, so beim besten Willen, ich geh klar. Oh mein Gott! Ich stehe, wenn ich mir selbst Dummes. Ich kann so brutal auf. Hallo, kannst du mich hören? Ich bin jetzt gerade mit der PS5 verbunden, aber ich habe voll die Schwierigkeiten hier. Ach so? Wie geht's euch? Jo, gut, und selbst? Ja, man lebt, was soll ich sagen. Man lebt, man lebt. Local authorities are urging the public to conserve water and reduce the burden on the city during this water shortage. Consider installing a low-flush toilet, cut back on watering the lawn, and shower with a friend whenever possible. Kannst du mich noch hören? Ja, oder? Pending updates to our grid, the city will be experiencing rolling blackouts. No, my. The public to remain calm during these breaks in service and to follow the guidelines on the city's website on how to plan for these temporary events. This has been a local public service announcement. You're tuned in to Second Moon, the channel where the classics never grow old. Industry in the region is on the rise, and when business is doing well, that floats our boat. There's no sinking this boat, Glenda. This just in from traffic. If you're thinking about hitting the streets, you can expect delays on the major roads, especially during rush hour. Good to know, Jim. Seems like everyone is in a hurry to get somewhere fast. It's worth slowing down. And if you can, plan your trip outside the rush. Oh, I don't know. I'd rather wait an hour of traffic than I start thinking about everything all the time. Besides, if I do that, I never get anything. Es kann sein, ich schaffe alles so locker flockig. Und hier werde ich weggef...
fickt sie keine zweite. Bittersten Waffen dabei. Ich verpiss mich jetzt. Hör mal, spielst du gerade auf PlayStation? Nö, ich spiel das auf PC. Und bei mir steht hier, dass du mit PlayStation verbunden bist, keine Ahnung. Ich hab dich jetzt auf der PlayStation geedit. Okay. Da steht Beppo, Bindestrich Schokola. 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 Ja, gut, this is an emergency broadcast to all citizens. The Fire and Rescue Service reports that fires are currently spreading in the nearby forest. The billowing clouds of smoke pose a serious health risk to anyone nearby. At this time, all citizens in the affected area are instructed to immediately move to a safe distance until the situation is under control. Ich hab keinen Bock mehr, ich hab zu was gehen. Scheiße. Nicht aufregen. Ich hab keinen Bock mehr, Beppo. Ich hab echt keinen Bock mehr. Das Spiel bricht mich. Ach komm. Stand jetzt oben rechts schwarz gewechselt, obwohl ich mir nichts gemacht habe. Soweit ich weiß, bin ich doch anwesend, ja. Das ist doch sensationell. Hast du wieder einen Berg gebaut? Nein. Eine Richtung, eine Straße, die nur in eine Richtung geht. Das wollte ich aber nicht. Warte, ich habe deinen Stream eigentlich an, aber. So, es zischt hier die Straße runter. Ich muss hier. Also, Bippo, gar nichts gegen dein Spiel, ne? Aber das wird mich so langweilen. Es ist schon cool, also hier so eine Stadt aufzubauen. Ich freue mich für dich. Ich habe das früher so oft gemacht mit Zoo-Tycoon oder wie hieß das und Rollercaster. Gar kein Bock mehr. Jeder hat gemeckert. Du musst halt wissen, wie du die Sachen aufbaust, sonst meckern die immer. Wie in Real Life. Ja. Oh, bitte sag mir, dass du auf Facebook gesehen hast, dass die Krankenkasse ein TikTok hochgeladen hat. Oh, bitte, Beppo, das muss ich ja schicken. Nee, und jeder Luxemburger hat sich beschwert. Ja, macht mal eure Arbeit. Ich muss 3 Monate auf meine scheiß Rechnungen warten. Und ihr Penner dreht hier einen TikTok. Und ich hab das so. Ich meinte zu Kevin, das sind Luxemburger. Das merkt man. Natürlich, ein Belgier hat sich auch noch eingemischt. Da hat der gesagt bekommen, er soll in sein scheiß Dreckland zurückgehen. Wenn's da besser wäre als hier. Increasing areas of forest are being engulfed by flames. The thick smoke. Ja, ich musste schon ein bisschen lachen, als ich das gesehen habe. Weil die Sache ist, das macht die Marketingabteilung. Das ist wie bei uns. Wir machen das nicht. Ja gut, aber was soll ich denn sagen? Ist ja normal, dass da Rage entsteht. Wow, komm Beppo, was juckt mich das denn? Dann hat jemand geschrieben, dann hör auf, wegen jedem Scheiß zum Arzt zu gehen. Dann musst du auch nicht so viel Geld zurückbekommen. Und da meinte, oh mein Scheiß, ich habe meinen Ikran gerufen. Nein! Ich habe mich gerade versteckt.
Und dann meinte jemand anders, ich wünsche dir die Krankheit, die ich habe. Nee, nee, ich wünsche dir eine unheilbare Krankheit, war's. Alles, ich wünsche dir echt eine unheilbare Krankheit. Ich dachte so, was geht denn jetzt hier ab? Aber ich hab gut gelacht, also es war Asi TV höchste Klasse. Also, da muss ich sagen, ja, Krankenkasse hat alles richtig gemacht, richtig Feuer in die Bevölkerung reingeworfen. Oh, als ich es gesehen habe, wusste ich, dass es eskaliert. Ich hab's gesehen, ich hab's Kevin gesagt. Ohohoho. Alter, wenn ich jetzt nochmal sterbe. Gestorben. Die Quest ist doch unter meiner Stärke. Ich hab nicht geschaut. Wasservorräte müssen jetzt wieder gut sein. Ein Lungenknopf. Ich darf sowas aber auch nicht spielen. Warum? Ja, weil das genauso wie WoW ist. Ne? Das darf ich nicht, man. Das Risiko ist mir eindeutig zu hoch. Obwohl ich so welche Spiele liebe, ne? Schon diese RPG-Spiele. Ja, dann muss deine, wie nennt man das? Wo man dich sagt. Und wenn du zwingen musst, dich selber zurückzuhalten, Papa. Musst du an deiner Selbstbeherrschung arbeiten. Ja, genau, danke schön. Mann. Dieses multilingual Scheißdreck nervt mich langsam. Vorhin hatte ich nur Luxemburger im Stream, ne? Denkst du, ich hab's fertig gebracht, luxemburgisch zu reden? Ich bin ständig ins Deutsch rüber gewechselt, Mann. Ja, ich hab mir das leider nicht, ich kann leider nicht mal merken. So, ich muss jetzt wieder neue Wohnungen bauen. Was bauen wir? Oh, das ist zwar auch geil. Gemischtwohngebäude. Dann habe ich sowohl Industrie, Geschäfte. Und Wohnhäuser. Was spielst du über Webber? Ich spiele City Skyline. City Skyline? The fire and rescue service reports that fires are currently spreading in the nearby forest. The billowing clouds of smoke pose a serious health. Das ist das 2, es ist bei Xbox Live gratis. Naja, ich hab's auch auf der CD, hab ich. Aber das hat mir nicht gefallen, also. Ich hab's zwar noch nie gespielt, aber das ist nicht meins. Ich dachte, es wäre so richtig geil, wo du so richtig einfach unkompliziert die Gebäude hochbauen kannst. Nee, hier ist schon systematisch. Ja, ja. Ich finde es übelst geil, weil es sehr realistisch aufgebaut ist. Von der Infrastruktur. Und du hast wirklich so gut wie fast keine Grenzen. Ach ja, richtig, ich brauche etwas Abfluss, eine Abflussanlage. Ja.
Ja, gut, wo schmeiße ich die denn hin? Ah ja, hier ist der Fluss, dann kann ich die hier reinschmeißen. Hier ist auch die Straße. Bring den Heli, bring den Heli, bring den Heli. Ja, was für dich, glaube ich, noch perfekt ist, wenn du Anno 1800 spielst. Da wirst du dich verlieben. Bei Anno? Ja, ja. Habe ich auch schon gespielt. Aber auf dem PC ist es untopbar. Auf der Konsole nicht, taugt mir nicht so, aber auf dem PC. Ah, vermisse ich irgendwie. Ich hätte alle Anteile. Mensch, ich bin zu dumm, um ein Abflussrohr zu verlegen. Absolut krumm verlegt. Boah, ist das deine Mauer! Okay, Kimberly, come on, Kimberly, come on, come on, come on. Hab ich alle? Oh mein Gott. Mimi, mach mal bei dir Bildschirmübertragung. Das geht. Warum? Das geht doch gar nicht. Natürlich, auf der PlayStation geht es. Warte kurz. Oh mein Gott, ich hab sie alle! Wie habe ich das gemacht, weil ich den Heli in die Luft gebombt habe? Was ist das? Hm. Warum kennt er jetzt meine Dingens nicht mehr an? Oha, Kim, ich mach mich ja langsam. 273.000 pro Monat krieg ich rein. Yay! Da kommt ja richtig Kohle rein. Yay! Und ich hab überall Stau, yeah! Es ist so grausam, wieso? François Bosch wird sich auch so gefühlt. Scheiße, wir haben nicht einen guten Minister hier. Ich glaube, bei meiner Stadt tut sich was, weil ich finde es komisch, dass die Erde sich irgendwie zurückgezogen hat hier. Hier an der Seite, hier war Erde bis zum Wasser. Nicht, dass ich gleich ein Erdbeben hier erlebe. Oh, hier brennen wieder Häuser. Woo! Lass sie sterben. Ah ja, stimmt. Die haben ja im Radio hier gerade gesagt, dass es Waldbrände gibt. Das sind nicht die Häuser, das sind die Bäume, die hier brennen. Gut, dann reiße ich hier die Straße auf und mache hier eine größere Straße rein. Aber was für eine... Die Leute sind noch zufrieden. Verschiedene sind zwar unzufrieden, aber man kann ja nicht jedem es recht machen. Weißt du, die Deutschen haben damals was im Zweiten Weltkrieg gemacht mit einer Mauer. Kann man ja darüber klettern und weggehen. Gibt's mir so einen schönen Graben, ich würde, dass es rüberspringen. Eventuell die Steuern erhöhen sollte. Oder was ich auch machen könnte, ich gewinne ja momentan
ziemlich viel. Ich bin so gütig mit den Leuten. Ich werde den Steuersatz senken. Können Sie das bitte auch in Luxemburg machen? Ich würde auch gerne ein bisschen weniger Steuern bezahlen. Bezahle auch relativ viel. So, ich mache so wie in Luxemburg. Ich lasse denen jetzt ein Jahr 2% weniger und nächstes Jahr wird es 4. Dann wirst du sehen, wie zufrieden die Leute werden. Ups, ekelhaft. Und normalerweise werden die Leute auch jetzt mehr Geld ausgeben. Ja, ich habe meinen Umsatz jetzt nochmal erhöht. Das Spiel ist schon klug, also das Spiel war schon, wie die Leute ticken. Oh, es ist 12% billiger geworden, jetzt kann ich mehr Geld ausgeben. Bürogebäude, die bauen sich langsam auf. Hier ist schon wieder einer gestorben, ist mir aber egal. Wie sieht es überhaupt mit der Mülldeponie aus? Also bei mir läuft einfach Vajana. Fühl ich. Oh mein Gott! Geschwindigkeit, gelagerter Müll 307. Ich hab gleich die Mülldeponie voll. Ich muss eine neue Mülldeponie bauen. Wie kein Fußgängerzug können. Ach Mann, ey. Ja, was hier in meiner Stadt fehlt, ist so ein Hartz-IV-Viertel, wo nur Plattenbau gibt. Das muss ich noch bauen. Mein Viertel. Nee, es gibt hier jetzt auf der PlayStation eine Art wie Anime-Partys, das heißt Animal Buddies. Aber kann man leider nicht online spielen, nur Einzelspieler. Da gibt es auch einen Banner. Okay. Ne, kommt demnächst raus. Neu angekündigt. So, ich mache jetzt aber ein Spiel, einen neuen Spielstand. Ich speichere ab. Part 2. Neues Dragon Ball kommt auch noch raus. Boah, Junge. So, kaum zu glauben, Kim. Mein ersten Spielstand hatte ich 2971 Einwohner, jetzt bin ich bei fast 7000 Einwohnern. Zurzeit für eine Seuche. Ja. Corona! Ich sag das so oft, wenn wir einkaufen sehen. Zurzeit für eine Seuche. Das ist ein Kuru. Das sagen wir jetzt gar nichts von geil, Avatar. Das muss ich mir holen, wann kommt das Spiel raus? Cool. Ich glaube, ich werde auch den Stream beenden und später dann noch etwas Fortnite zocken. Wann kommt das raus? Das muss ich mir auf der Wunschliste. So denn, meine lieben Leute, morgen wird eventuell weitergearbeitet, je nachdem, wenn ich Zeit finde, weil morgen ist Weihnachten, besser gesagt heute. Ne, Heiligabend, Weihnachten ist am Tag danach. Ich scheiß drauf, 24 gab's immer Geschenke. Ja, aber die Deutschen sind da richtig so, Ja, immer Papierkram. Beppo, es kommt demnächst das neue Dragon Ball Spiel raus, das neue Budokai.